Aus Berlin das Thema bei Anne Will. Familiennachzug begrenzen. Unchristlich, aber unvermeidlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke für die freundliche Begrüßung. Was ist da eigentlich los in der Bundesregierung und vor allen Dingen im Unionsteil derselben? Da sprechen Minister offensichtlich nicht mehr miteinander. Die Kanzlerin wird auch nicht informiert. Und es konkurrieren zwei Haltungen. Die eine, willkommen in Deutschland, wir schaffen das irgendwie. Und die andere rund um den Innenminister, lasst die Flucht besser mal bleiben. Denn wer es bis hierher schafft, soll sich dann sehr lange sehr alleine fühlen. Darf man syrischen Flüchtlingen den Familiennachzug verwehren? Dazu sind heute Abend bei uns Maya Alkeshen, die mit ihrer Familie im Schlepperboot aus Syrien geflohen ist. Der Journalist Konstantin Schreiber ist da, der Flüchtlingen auf Arabisch Deutschland erklärt. Der ehemalige Bezirksbürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski, Simone Peter, die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und der stellvertretende Vorsitzende der CSU, Peter Ramsauer. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Alkeshen, Sie waren schon einmal bei uns vor einer Weile und da haben Sie berichtet von Ihrer tatsächlich lebensgefährlichen Flucht, die Sie gewagt haben, gemeinsam mit Ihrem Mann und Ihren beiden kleinen Söhnen über das Mittelmeer und haben sich dann irgendwie durchgeschlagen bis Essen, wo Sie schon mal gelebt haben, jetzt wieder leben. Nun ist vor 2 Monaten auch Ihr Schwager angekommen. Wie hat der das geschafft? Er ist dann halt auch illegal eingereist natürlich, allerdings von der Türkei aus nach Griechenland und dann dort über Land bis nach Deutschland. Auch von der Türkei aus über Land nach Griechenland oder da übers Wasser? Nein, übers Meer. Also von der Türkei übers Meer Griechenland und von dort aus dann halt über Land bis nach Deutschland, bis zu uns sozusagen. Und wo ist seine Familie jetzt? Seine Familie ist in Ägypten, genauso wie ich damals, also wo ich war. Wie viele Kinder hatte? 4. Und eine Frau? Genau. Weiß er schon, dass im Moment darüber diskutiert wird, den Familiennachzug auszusetzen? Nein. Was würde passieren, wenn Sie ihm das erzählen? Ja, das ist halt schwierig. Also ich traue mich gar nicht, ihm das zu sagen. Weil die erste Frage, die ankam bei uns, als er dann zu uns nach Hause kam, Maya, wie lange dauert das, bis ich eigentlich meine Familie herholen kann? Du weißt, wie sie leben. Und ich habe gesagt, sobald du natürlich anerkannt bist, arbeiten wir sofort dran, weil vorher geht das gar nicht. Und wenn ich ihm jetzt erzähle, dass du deine Familie nicht nachholen kannst, wird das erstmal natürlich ein Schock für ihn sein. Ich weiß gar nicht, wie er darauf reagieren wird. Und klar, der wird jetzt sagen, ich gehe zurück. Das glauben Sie? Ja, ja, auf jeden Fall. Er wird sagen, ich gehe zurück. Was hat er davon, wenn er hier lebt und seine Kinder und seine Frau dann halt in Ägypten unsicher da leben? Und er wird sie nicht dazu anhalten, dass sie dann zu fliehen versuchen? Wenn die zu fliehen versuchen, wenn er also zurückgeht und er immer noch in der Situation ist, ich kann nicht, ich muss hier weg, dann wird er den Weg mit ihnen zusammengehen. Aber ich glaube nicht, dass der die jetzt sagt, den Hörer sozusagen abmacht und sagt, Frau, mach dich jetzt auf den Weg mit den Kindern, mit den 4 Kindern, die wir haben. Sondern sein erster Gedanke wird wahrscheinlich sein, ich gehe jetzt zurück zu denen. Und wenn es weiterhin nicht klappt, wird er mit denen diese Flucht doch mal gehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, selbst für mich. Aber wovon ich komplett überzeugt bin, er wird nicht sagen, okay, ich lebe jetzt hier in Sicherheit, lass die mal dort. Damit, Herr Ramsauer, hätten Sie ein Ziel erreicht, oder? Dass weniger kämen, wenn er sich tatsächlich entschließt, zurückzugehen und dort zu bleiben. Es ist sehr interessant, was wir gerade gehört haben, wo die Familie des Bruders sich oder des Schwagers sich aufhält, nämlich in Ägypten. Und Ägypten können Sie diesbezüglich überhaupt nicht vergleichen mit der Situation in Syrien oder in einigen Gebieten des Irak etwa. Ich war vor 4, 5 Wochen selbst da in Ägypten und habe mir die Situation dort angesehen. Ein Land wie Ägypten, genauso wie Libanon oder Jordanien, kann man nur bestaunen, mit so vielen Flüchtlingen einigermaßen fertig zu werden. In Ägypten Stammbevölkerung 90 Millionen und 5 Millionen Flüchtlinge. Und hier kommen wir zu einer wichtigen Frage. Was können wir denn dazu tun,
dass wir solchen Menschen, Familien, die jetzt in Ägypten Aufenthalt suchen. Sie sind ja nach Ägypten geflohen, um dort einigermaßen Sicherheit oder mehr relative Sicherheit zu haben, als dies zu Hause ist. So verstehe ich das. Sonst wären ja nicht 5 Millionen dorthin geflohen. Also ist dort relative Sicherheit. Ich sage relative Sicherheit, relative Sicherheit. Sie verstehen, was ich meine. Und das Thema jetzt, christlich, was ist christlich? Christlich ist natürlich in meinen Augen zunächst einmal helfen, wo Not ist, das ist völlig, völlig klar. Aber wir müssen bei den Problemen, die sich durch diese massenhafte Zuwanderung und Fluchtwellen ergeben, auch fragen dürfen, können wir diese Hilfe allein in Deutschland schaffen oder müssen wir diese Hilfe woanders gewähren, beispielsweise in Ägypten. Und ich halte es für vollkommen unerlässlich, dass wir in Ländern wie Ägypten oder Jordanien oder Libanon oder auch in der Türkei so helfen, dass wir bleiben wir bei den christlichen Grundsätzen, nach christlichen Grundsätzen helfen, aber wir schaffen das nicht alles in Deutschland. Ist Ihr Schwager in Not gewesen in Ägypten? Waren Sie selber in Not, weshalb Sie geflohen sind? Oder hätten Sie da auch bleiben können, wenn man Ihnen dort geholfen hätte? Nein, ich wollte nämlich gerade dazwischen reden, wollte ich aber nicht. Also ich wollte dazwischen reden und sagen, ich war in Ägypten. Ich bin aus Ägypten gekommen. Und hätte ich nicht diese Not in Ägypten gehabt, wäre ich nicht mit meinen Kindern auf dem Boot gestiegen. Das ist das Problem. So habe ich gesagt, relativ. Ja, so sicher ist das relativ in Ägypten gar nicht. Also die sind zwar da, also sie kennen meine Problematik, sie wissen, wir haben darüber auch letzte Sendung diskutiert, wie es war, wie ich auf diesem Boot eingestiegen bin und was mich dazu gebracht hat. Und ich finde das von daher... Sagen Sie es uns nochmal, was war so, dass Sie nicht dort bleiben konnten und diese Flucht gewagt haben, die wir uns übrigens auch nochmal, das können wir vorher nochmal mal anschauen können, damit Sie, meine Damen und Herren, mal ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich heißt. Auch wenn man das selbstverständlich über Fernsehbilder niemals so erzählen kann, wie es Maya Alkeşen mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen erfahren hat. Maya Alkeşen kommt als kleines Mädchen mit ihrer Familie nach Deutschland und verbringt hier ihre Kindheit. Bis zum Abitur. Eigentlich sollte alles jetzt beginnen, ne, im Leben. Doch in Deutschland sieht Maya keine Zukunft. Sie ist als Flüchtling nur geduldet, nicht anerkannt. Sie geht zurück nach Syrien, gründet dort eine Familie. Dann beginnt der Krieg. Flucht nach Ägypten. Maya schreibt an die deutsche Botschaft. Ohne Erfolg. Sie bekommen kein Visum. In Ägypten sei es ja sicher. Letzter Ausweg, die Flucht übers Mittelmeer. 6 Nächte und 7 Tage mit ihrem Mann und den beiden Kindern. Ich habe gehofft, dass wir durchkommen. Ich hatte natürlich Angst, aber ich musste mich entscheiden. Warum mussten Sie sich so entscheiden? Weil ich einfach keine Möglichkeit mehr hatte. Wir hatten Bargeld, als wir nach Ägypten geflohen sind. Und das, was wir am Bargeld hatten, damit lebten wir auch ein Jahr. Aber wir hatten kein Einkommen mehr, nur noch Ausgaben. Und irgendwann in letzter Zeit hatten wir überhaupt kein Geld mehr. Wir konnten nicht mehr da leben. Dann blieben uns nur 3 Möglichkeiten. Entweder nach einigen Monaten, 2, 3, auf der Straße zu leben mit 2 Jungs, was in Ägypten natürlich total gefährlich ist. Ich weiß nicht, wer alles Ägypten kennt und wie man da leben kann. Man kann da nicht leben mit 2 kleinen Jungs. Auch ohne 2 kleine Jungs auf der Straße zu leben, hat keinen Sinn. Oder zurück in den sicheren Tod nach Syrien. Entweder auf dem Weg, mein Mann wurde schon 2-mal festgenommen, entweder auf dem Weg erschossen werden nach Syrien. Das ist überhaupt, wenn wir unsere Wohnung da finden werden, wenn wir überhaupt da ankommen. Und die 3. Möglichkeit war eigentlich über dieses Mittelmeer. Und das war das einzige Hoffnungsschimmer, was ich gesehen habe. Und deshalb bin ich diesen Weg gewagt, sozusagen. Mhm. Frau Peter, wenn Sie jetzt zuhören, haben Sie dann den Eindruck, dass wenn man den Familiennachzug verwehrte, würden sehr viel mehr Menschen in Ägypten bleiben, in der, wie Herr Ramsauer sagt, relativen Sicherheit und wäre dann eine Art Ziel erreicht, dass man Deutschland entlastet?
Es scheint ja politische Strategie zu sein. Wenn der Familiennachzug unterbunden wird und dann das passiert, dass die Männer zurückgehen, dass man eine entsprechende Abschreckungswirkung produziert hat. Aber sich in das Bild zu versetzen, in die Lage zu versetzen, in denen die Flüchtlinge sind. Ich war selber auf Lampedusa, habe mit Flüchtlingen gesprochen, habe mir Einrichtungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf Sizilien angeschaut, habe mit den Menschen gesprochen. Das Schicksal ist doch, dass sie in dem Heimatland nicht leben können. Und es ist nicht so, dass wir alleine, wie das Herr Ramsauer sagt, die Menschen aufnehmen. Das wird immer so kolportiert, das ist auch die Rhetorik. Wir alleine in Deutschland nehmen alle auf, sind für das Schicksal aller verantwortlich. Das halte ich für verantwortungslos. Die Menschen fliehen, weil sie vor Krieg fliehen, Verfolgung fliehen. Sie haben dort keine Perspektive. Deutschland hat mit anderen Ländern das Welternährungsprogramm runtergefahren. Die müssen mit einem halben Dollar pro Tag auskommen. Und wir können in einem humanen Akt Menschen aufnehmen. Natürlich machen das andere europäische Mitgliedstaaten auch. Wir sind ja noch nicht mal an der Spitze in Bezug auf die Einwohnerzahl. Und von daher halte ich diese Regelung, den Familiennachzug zu unterbinden. Als diese Nachricht kam, war ich in einer Flüchtlingsunterkunft letzte Woche. Da herrscht Angst und Entsetzen. Es war die Nachricht, die Afghanen sollen zurück. Die sind in der Nacht schon verschwunden aus der Erstaufnahme, weil sie Angst haben, dass am nächsten Tag irgendjemand kommt und sie zurückschiebt. Und bei den Syrern hat es denselben Angst ausgelöst. Die einzige Hoffnung, wenn man dort unterwegs ist, ist der Blick auf das iPhone, auf die Nachricht. Da sind unsere Kinder, da sind unsere Frauen, die wollen wir nachholen. Deswegen bitte Abstand gewähren von dieser zynischen Maßnahme. Ich hoffe, aber dass Frau Merkel gefragt, sich da durchsetzt und dass wir schaffen, das propagiert. Warum? So stimmen die Dinge aber auch nicht ganz. Ich will noch mal nachfragen, das war ja die Frage auch gerade, die haben Sie noch nicht beantwortet, Frau Peter. Warum genau können die Menschen nicht in Ägypten bleiben? Und man hilft ihnen dort. Ich habe es schon ein Stück beantwortet, dass eben die Länder auch um Syrien, um die Kriegsregionen herum teilweise sehr viele Menschen aufnehmen. Ägypten 5 Millionen, in der Türkei sind es schon über 2 Millionen und die entsprechende Ausstattung nicht da ist. Zunächst mal gibt es keine Perspektiven. Teilweise sieht das die gesetzliche Situation nicht vor. Aber es ist auch das nackte Überleben kaum möglich, wenn man mit einem halben Dollar pro Tag auskommen muss. Es reicht ja auch nicht, sich einfach irgendwo niederzulassen und über Jahre keine Perspektive zu haben. Der Wunsch, ich meine, wir haben das alle in unseren Generationen vorher in der eigenen Geschichte erfahren, Thema Drittes Reich, dass die Menschen geflohen sind und auch irgendwo eine neue Heimat aufbauen wollten, irgendwo ankommen wollten. Man kann davon niemand verlangen, in diesen Flüchtlingslagern über Jahre zu vegetieren. Es gibt keine Infrastruktur, es gibt keine Perspektive. Deswegen muss unser humanitärer Ansatz sein, die Menschen aufzunehmen, hier zu integrieren. Und die Ansage heute von Herrn de Maizière zu sagen, wir schränken den Zuzug ein, weil es hier nur Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit gibt, dann ist das eine komplette Ansage an das Versagen der Integration. Ich würde dem Herrn de Maizière den Stuhl für die Tür setzen, wenn ich Frau Merkel wäre. Sind Sie aber nicht. Ja. Herr Buschkowski, Sie waren Bezirksbürgermeister in Neukölln. Sie haben mit dem Thema Zuzug und auch mit dem Thema Integration von Zugezogenen über Jahre zu tun gehabt. Und Sie haben da auch damit zu tun gehabt, dass Sie nicht nur Menschen aus der Türkei, die zu uns gekommen sind, sondern eben auch arabischstämmige Einwanderer integrieren sollten und mussten. Fällt das besonders schwer? Afrikaner. Auch. Also dieser Bezirk Neukölln ist schon ein Schmelztiegel, nicht? Also er steht etwa bei 50% von Menschen, die von irgendwoher gekommen sind. Und das ist schon eine erhebliche Herausforderung auch für die Menschen, die da leben, weil das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Kulturen, von unterschiedlichen Temperamenten natürlich nicht immer reibungslos geht. Gab es da auch Fälle von Familiennachzug? Und wie gelingt es, Menschen zu integrieren, die dann nachgeholt wurden? Aber unsere heutige Bevölkerungsstruktur besteht nur aus Familiennachzug. Es sind die ehemaligen, ja, es hätte auch eine ganze Familie, ja, die ehemaligen Gastarbeiter, die dann wieder den Erwartungen keinen Taxibetrieb in Istanbul gegründet haben, sondern im Land geblieben sind. Die holten ihre Familien nach, sie gründeten Familien, sie holen heute noch Familien nach. Und daraus ist eben, ich sag mal, ein Anteil geworden von 20% der Bevölkerung.
Bevölkerung, die wir als Migranten bezeichnen. Und natürlich ist der Familiennachzug ein ganz wesentliches Argument, auch für Menschen. Es werden Familien miteinander verknüpft, es werden wirtschaftliche Interessen manchmal im Hintergrund. Also natürlich ist es, und gerade bei den jungen Leuten, die kommen, das ist ja hier eine Familie gewesen, aber wir wissen, dass etwa 70% junge Männer unterwegs sind und kommen, dass die geschickt werden, weil sie die Stärksten sind, um zu schauen, wo es für die Familie eine Bleibe gibt, die besser ist als zu Hause. Das gilt insbesondere für Irak, für Afghanistan. Es sind aber mittlerweile 38%, das verändert sich. Es kommen jetzt auch die Familien. Ja, ich will ja gar nicht mit Ihnen über Zahlen streiten, nein, weil es gibt jede Woche eine neue Zahl. Ist schon relevant, wer kommt. Und, ja, natürlich ist es relevant. Mhm. Bisher war die Struktur aber so, dass die Familien eher aus Syrien kamen und die alleinreisenden jungen Männer aus dem übrigen Bereich, aus Eritrea, aus Somalia, aus Afghanistan, aus dem Irak. Und, ist es und das richtig? Sind natürlich die Stärksten aus dem Dorf, aus der Familie, die geschickt werden, um zu sehen, wie geht der Weg, wie funktioniert er. Und dann ist natürlich die Erwartungshaltung zu Hause, gib uns eine Botschaft, wie wir uns verhalten sollen. Also ich meine, das ist alles kein Geheimnis. Und die Frage ist eben einfach, kann man den Familiennachzug, um überhaupt erstmal Stabilität in die Situation zu bekommen, die wir im Moment nicht haben. So habe ich es verstanden. Ich habe den Ausschluss gar nicht so verstanden. Ich habe verstanden, es soll um 2 Jahre hinausgeschoben werden. Das ist ja zunächst mal eine Scheindebatte, weil die Mitarbeiter gar nicht da sind. Aber den Schrecken, den man da den Leuten einjagt. Wir wollen es aber mal ordnen. In der Tat ist es ein bisschen mühsam nachzuvollziehen, was denn jetzt eigentlich gerade die Maßgabe ist, nach der verfahren wird. Aber ich will den Punkt nehmen, der mir am leichtesten verständlich erscheint, dass der Bundesinnenminister Thomas de Maizière gesagt hat, er wolle syrischen Flüchtlingen, und über die sprechen wir jetzt gerade, den syrischen Flüchtlingen den sogenannten subsidiären Schutz geben, also eine Art schlechteren, eingeschränkteren Schutz, zeitlich begrenzt, fügt er hinzu, und ohne Familiennachzug. Ist das richtig Ihrer Meinung nach, Herr Buschkowski, dass man denen, die es geschafft haben, hierher zu kommen, beispielsweise der Schwager von Frau Alkeschen, der noch mit der Idee loszog, dass er seine Familie wird nachziehen können, dass man denen jetzt sagt, Entschuldigung, war eine falsche Information. Wir handhaben das jetzt anders. Ihr dürft eure Familien nicht nachholen. Bei der Frage der subsidiären Flüchtlinge, also ich nenne es einfach mal Flüchtlinge zweiter Klasse, ja, mit eingeschränkten Rechten, da geht es ja um einen verschwindend geringen Anteil. Das ist ja nicht die Masse der syrischen Flüchtlinge. Ich glaube, und so ist es aber gedacht, dass die syrischen Flüchtlinge, ja, die Masse der syrischen Flüchtlinge zu subsidiären. Dann darf man aber nicht von den subsidiären Flüchtlingen sprechen. Doch, das will er ja so machen. Genau diesen Schutz. Und es ist ja leider so, dass sie zu einer zweiten Klasse degradiert werden. Die dürfen auch nur noch ein Jahr bleiben. Wie will man denn mit einem Jahr Bleibeperspektive Wohnung finden, Arbeit finden? Es ist ja nur darauf abgezielt, nee, eben. Es geht nicht. Von daher ist klar, die sollen wieder zurück. Und der Schwager überlegt das. Und das ist ja auch die politische Überlegung, die dahinter steht, möglichst wieder Menschen abzuschrecken. Ist es so gemeint, Herr Ramsauer? Sie waren ja gestern, oder Sie müssen es ja eigentlich wissen, nicht zuletzt aus der Unionsfraktion. Ist es genauso gedacht, dass es für alle syrischen Flüchtlinge gelten soll, wenn es nach Herrn de Maizière geht? Also und nach der CSU, die sagt, für alle, Idee. Da brauchen Sie keine Trennlinie an der CSU zu ziehen. Schauen Sie sich die Basis der CDU an. Schauen Sie sich 80% des CDU-Teils meiner Bundestagsfraktion an. Wenn mir die Kollegen von der CDU sagen, klipp und klar sagen, bitte sprecht ihr es klipp und klar aus, es kann so nicht weitergehen. Und das tun wir, deswegen bin ich heute auch zu Ihnen gekommen. Aber dann sagen jetzt, Sie es klipp und klar, wie es sein soll. Jetzt haben wir eine Situation schon wieder erlebt, wie durcheinander die unterschiedlichen Definitionen laufen. Nochmal, für syrische Familien gilt uneingeschränkt all das, was in der sogenannten Genfer Konvention für Bürgerkriegsflüchtlinge gilt. Das ist kein Schutz zweiter Klasse, das ist der Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Kann überhaupt nicht eingeschränkt werden. Was übersehen worden ist in dieser komplizierten Debatte, dass über das hinaus ein wesentlich umfassenderer, freizügiger, nicht mehr auf Einzelfallprüfung beruhender Familiennachzug gewährt wurde. Und das hat zu Folgendem geführt. Es hat eine
irre Sogwirkung ausgelöst, eine Sogwirkung. Wie Kollege Buschkowski gerade, Sie haben es gerade völlig richtig beschrieben, die jungen Männer voraus und dann schauen und dann nach einem, zwei Jahren Familie nachziehen. Diese Fälle, Ihr Fall, Sie haben Ihre Familie, das freut mich Gott sei Dank hier, solche, die jetzt kommen, wenn der Anteil der Männer, jungen Männer sinkt, wenn mehr Familien, die sind ja dann schon da. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall des Familiennachzugs. So, und jetzt, was ich meine, diese Sogwirkung führt dazu, dass die Einwanderung alle Maßen sprengt. Und das kann auf Dauer im Hinblick auf Integration und Akzeptanz nicht mehr bewältigt werden. Nicht also deshalb. So. Was ist also dann mit deshalb. Dem Schwager von Frau Alkeschen? Das wird Sie sehr interessieren. Nach Genfer Flüchtlingskonvention, streng dann auch, und nochmal, kein Schutz zweiter Klasse gilt. Familiennachzug und Bleiberecht hat derjenige oder diejenige, auch die Familien, die unmittelbar persönlich von an Leib und Leben bedroht sind. Das ist nach den internationalen Regeln nicht der Fall, wenn jemand Ägypten erreicht hat oder Libanon oder Jordanien erreicht hat. Darum sprach ich vorhin auch von diesem relativ mehr Sicherheit. Und deswegen, sehr interessante Zahl, Frau Pitt, ich glaube, Sie haben es genannt, oder Sie haben es gesagt, mit einem halben Dollar oder Dollar, das geht nicht am Tag, völlig, völlig klar. Und deswegen, nochmal, ich will das unterstreichen, bevor wir in Deutschland die Gemeinden, die Bürgermeister, die Landräte es schlicht und einfach nicht mehr so bewältigen, wie es auch menschenwürdig ist, müssen wir Voraussetzungen schaffen, dass eben Familien nicht mit ein paar Dollar am Tag in Ägypten oder sonst wo auskommen müssen, sondern Umstände, die dort ein menschenwürdiges Dasein für geflohene Familien ermöglichen. Das ist auch christlich, nicht nur im eigenen Land zu helfen, sondern dort, wo die Menschen Sicherheit gesucht haben. Dann erklären Sie jetzt doch bitte vor der laufenden Kamera, dass das mit dem subsidiären Schutz nicht so gemeint ist. Mich würde interessieren, dürfen die Familien jetzt nachkommen oder dürfen sie nicht nachkommen? Das geht ganz streng nach diesen Regeln. Aber wir haben in den letzten Monaten nochmal, ich habe es doch gerade erklärt, dass die Familien nicht nachkommen und dass hier das Bleiberecht auf ein Jahr zunächst mal reduziert ist. Ja, die Familien, die in Syrien leben und auf ihrem Tod warten, die dürfen nachgezogen werden. Aber die Familien, die in Ägypten oder... Genauso habe ich es genauso. Die dürfen nicht nachgeholt werden. Das ist ja genau die Einschränkung, die gemacht wurde. Und dann kann man das auch nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention besser reden. Wenn es so ist, dass die Familien nicht nachkommen. Das heißt, die Männer, die jetzt da sind, gehen wieder zurück, weil sie hier keine Perspektive haben mit einem Jahr und ohne die Familie. Was sind denn das für Integrationsbemühungen? Man muss allerdings noch dazu sagen, dass ich eigentlich, wenn jetzt ein Familiennachzug stattgefunden werden muss, da muss eine bestimmte Botschaft stattgefunden werden. Die Botschaft in Syrien gibt es gar nicht mehr. Das heißt, die Familien müssen wiederum nach Ägypten oder in die Türkei, um dort ein Vorstellungsgespräch in der Botschaft zu haben. Das heißt, die sind gar nicht mehr in Syrien. Das ist eine Schikane. Aber nochmal, bitte nochmal zur Klarheit, ganz kurz. Zurückgenommen soll jetzt nur werden, was über die Genfer Flüchtlingskonvention hinaus in den letzten Monaten obendrauf praktiziert wurde. Das soll wieder zurückgeführt werden auf das, was die Genfer Flüchtlingskonvention verlangt. Um das geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Und das ist kein Schutz zweiter Klasse. Und wir müssen dadurch einfach auch den Zustrom im Augenblick etwas drosseln. Denn bei diesem ungezügelten Zustrom wird Integration niemals gelingen, wird keinerlei Chance haben. Die Beispiele könnte Herr Buschkowski aufführen. Und wir würden auch die Akzeptanz in der Bevölkerung bei den Ehrenamtlichen verlieren, die eine glänzende Arbeit leisten. Ich will Herrn Schreiber in die Diskussion holen. Er sitzt schon eine Weile bei uns und ich habe ihn noch gar nicht richtig vorgestellt. Sie sind Journalist, das habe ich gesagt. Sie sind, und das macht es zu was ganz Interessantem und sehr Besonderem, finde ich, schon als Jugendlicher und danach immer wieder im aramischen Raum gewesen. Sie haben dort gelebt, unter anderem auch in Syrien. Sie sprechen die Sprache selbstverständlich perfekt. Sie moderieren eine Wissenschaftssendung in Ägypten, sind dort richtig bekannt. Da hätte ich jetzt den langen Text gar nicht gebraucht. Und Sie machen für NTV Online, für den Internetauftritt, eine Sendung, in der Sie arabisch sprechenden Flüchtlingen Deutschland erklären. Richtig. Jetzt haben Sie hier zugehört, als wir uns zu erklären versuchten, was denn eigentlich gerade so im Skat ist. Wie würden Sie das weitererzählen?
Also erstmal muss man sagen, ich war gerade ein bisschen überrascht, dass Ihr Schwager das noch gar nicht mitbekommen hat mit der Diskussion, weil ich habe festgestellt in den vergangenen Monaten, das fand ich ganz erstaunlich, dass die politischen Diskussionen, die wir in Deutschland führen, fast in Echtzeit über sämtliche arabische Portale auch in der arabischen Welt ankommen. Das hat es vielleicht das letzte Mal gegeben zu Zeiten des Irakkriegs, als die Diskussion war, steigen wir da ein oder nicht. Da gab es dieses ähnliche Schlaglicht auf Deutschland, das ist lange her. Und das ist etwas ganz Faszinierendes. Also kurz nachdem jetzt die Diskussion mit Herrn de Maizière war und Herr Schäuble auch noch mit dazu kam, waren diese Sachen bei Al Jazeera zu lesen, bei Al Arabiya, in allen möglichen Diskussionsforen. Das heißt, die Signalwirkung, von der wir sprechen, die ist schon alleine durch die Diskussion da. Also egal, was da am Ende bei rumkommt. Und es kommt in Echtzeit im Nahen Osten an. Dessen sind wir uns vielleicht gar nicht so bewusst manchmal. Und wie geht die Signalwirkung? Was kommt dann zurück? Frau Peter hat das insofern schon richtig gesagt. Also es ist irgendwas zwischen Entsetzen und Enttäuschung. Sie haben die Sendung erwähnt, die ich für NTV mache, für die wir auf erstaunliche Weise eine große Zuschauerschaft in der arabischen Welt haben. Ja. Was als deutsches Medium, das ist nicht unsere klassische Zielgruppe. Stimmt. Aber es wird dort sehr... Aber über die Sprache erreichen. Über die Sprache erreichen wir die Leute. Das haben wir auch festgestellt. Und sie schreiben mir vermehrt jetzt im Rahmen dieser politischen Diskussion. Und da kommt natürlich sehr viel zurück. Die arabische Sprache funktioniert etwas anders. Da sagt man dann, wir lieben euch doch, wieso macht ihr das? Und wie soll es jetzt weitergehen? Ihr enttäuscht uns. Also das ist sehr viel, was da zurückkommt. Aber nochmal, also 5 oder 10 Minuten später, nachdem wir in Deutschland darüber diskutieren. Nun will ich das gar nicht das so... Das heißt, was haben Sie dort jetzt erklärt? In Bezug auf die Diskussion. Genau. Naja, das haben wir in der Sendung, weil die immer freitags erscheint und vorher produziert wird, jetzt noch nicht aufgegriffen. Wir machen das tatsächlich jetzt für die kommende Sendung am Freitag. Wir haben ein Mädchen getroffen, Madah, auch aus Damaskus, die 4 Jahre dort ohne ihre Mutter gelebt hat, nachgeholt wurde, hierher ziehen konnte vor einem Jahr. Sie moderiert die Sendung gemeinsam mit mir an diesem Freitag, weil sie ein fantastisches Arabisch spricht. Ein ganz wunderbar integriertes Mädchen nach einem Jahr, muss man auch sagen. Also insofern haben wir die Diskussion jetzt noch nicht über den Sender verbreitet, aber ich diskutiere natürlich mit den Leuten, wenn sie mir schreiben. Und ist da verstanden worden, dass der Familiennachzug eingeschränkt wird oder dass nur darüber diskutiert wird? Die Diskussion kommt dann schon überspitzt an, so wie wir das bei Dublin ja auch gehabt haben. Oder in den verschiedenen Etappen der Diskussion. Also es kommt etwas potenziert an. Diese Dublin-Entscheidung hat da natürlich wirklich das Signal gegeben. Wir erinnern uns, viele haben es ja gesehen, vielleicht mit Frau Merkel, das Konterfei, das im Internet dann kursierte, wo auch auf Arabisch daneben stand, wir lieben dich. Also schon noch stärker als das, was letztlich, glaube ich, oder auf jeden Fall die Intention der Bundesregierung gewesen ist. Und so ist es hier jetzt auch. Also es wirkt von dem Feedback, was ich kriege, ein wenig wie Torschlusspanik, die da jetzt einsetzt. Und das setzt natürlich jetzt, glaube ich, auf den letzten Metern noch mal zusätzliche Leute auch in Bewegung. Also wer den Zuzug eingrenzen und begrenzen will, der hat mit dem Familiennachzug, wenn Sie so wollen, ein wirksames Mittel gefunden. Absolut, absolut. Und ich habe gerade das Schicksal von der Madah, also von dem syrischen Mädchen erzählt, mit der wir gestern gedreht haben. Ich musste auch für mich schon immer trennen. Also wenn ich das sehe und auch die Menschen treffe und mit ihnen arbeite und die Geschichten höre, natürlich geht mir das unglaublich nahe. Und ich habe ja nun diese Affinität auch zur arabischen Welt, die Sie erzählt haben. Gleichzeitig gibt es in der Tat, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, diese Sogwirkung. Ja. Also es ist bei Menschen, bei vielen dort so, die Motive sind ganz unterschiedlich. Ne? Das ist ja nie 100%. Aber es gibt auch eine nicht geringe Zahl, die nämlich genau das sagen. Es muss einer schaffen. Und die schicken dann jemanden los. Ja. Und das ist natürlich, es bringt auch Leute in Gefahr, die vielleicht sonst vorher noch mal drüber nachgedacht hätten. Also auch da, es gibt diese ganz fürchterlichen familiären Situationen, wo die Bomben fallen, wo man wirklich vor nackter Not, und wenn es in Ägypten ist, also ich würde das gar nicht eben so sehr auf die Landesgrenze beschränken, aber es gibt auch in der Verzweiflung, das muss man in der Diskussion dazu sagen, verschiedene Stufen letztlich, ja, und dieses Signal, was ausging, was, glaube ich, viel größer war, also ob jetzt Dublin oder mit Familiennachzug. Dublin, damit meinen Sie immer, dass Dublin nicht angewandt wird für die syrischen Flüchtlinge. Da gab es so einen Tweet, den haben wir in der vergangenen Sendung noch mal gezeigt vom Bundesamt für Migration und Flüchtinge. Und dann hat sich manch einer, so sagen Sie uns, eingeladen gefühlt oder ganz viele, hierher zu kommen. Genau. Ist das falsch oder ist das nicht in Wahrheit ein wahnsinnig toller Ausweis für unser Land?
dass viele Menschen zu uns kommen wollen. Sie gucken mich an, also, als würde ich vom Mond reden. Entschuldigung, ich dachte, Sie stellen die Frage an die Kollegin zu meiner Linken, weil Sie erst rübergeblickt haben. Also das, was Deutschland in den vergangenen 6, 8, 9 Monaten geleistet hat, im Hinblick auf Aufnahme, im Hinblick auf Hilfestellung, die unglaublich vielen ehrenamtlichen Helfer. Ich erlebe das bei mir im Wahlkreis zwischen Chiemsee und Königssee, Traunstein-Berchtesgadener Land, wo von österreichischer Seite die Busse reihenweise hingefahren werden, an die Saalachbrücke und dann rüber nach Freilassing oder einfach vom Bahnhof in Märschen Richtung Saalachbrücke und dann hier habt ihr sie. Das sind Zustände, die kann man nur mit dieser unglaublichen Hilfsbereitschaft von privaten, von allen vielen ehrenamtlichen Organisationen bewältigen. Ich glaube, das hat Deutschland sehr, sehr viel Sympathie und Hochachtung in der ganzen Welt eingebracht. Das muss man sagen. Und wenn ich immer nach christlich, ob das eine oder andere christlich ist, gefragt werde, ich sage dann immer, was Deutschland hier geschaffen hat, das ist sogar christlich nach Katechismus und nach Bibel, wenn es sein muss. Aber es ist natürlich auch christlich, wenn man das so begreift, nach einer Politik, die sich auch begreift, auf der Basis der christlich-abendländischen Leitkultur. Das muss doch auch ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz unserer Politik sein. Das muss ich jetzt sagen. Was ist sonst denn das? Sonst hätten Sie mich als CSU-Politiker ja nicht eingeladen, zu helfen. Aber das, was ich gerade gesagt habe, das geht ja weit darüber hinaus, was sonst unter Teil St. Martin und so weiter verstanden wird. Es verlangt auch, was die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes erwarten, dass Gerechtigkeit waltet, dass der Rechtsstaat Bestand hat, dass Grenzen gesichert werden, dass Sicherheit gegeben wird. Gerechtigkeit auch im Hinblick darauf. Wissen Sie, ich war lange Bauminister. Und wo ist es ungerecht im Moment? Und wir haben das, ungerecht wird es dann, wenn, wie ich es als Vorschlag gehört habe, wir bauen jetzt so und so viel 1000 Wohneinheiten, Flüchtlingswohnungen war der Begriff. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, nennt es wenigstens anders. Aber ich erwarte, dass selbstverständlich, wenn jetzt viele zusätzliche Wohnungen gebaut werden, dass für jede Flüchtlingsfamilie auch eine Wohnung für eine bedürftige junge deutsche Familie gebaut wird. Das ist Gerechtigkeit. Wissen Sie, das hat alles mit Integration zu tun. Und wenn das alles überrannt wird, wenn die Grenzen gesprengt werden, dann fühlen sich die Menschen in unserem Land nicht mehr gut aufgehoben, nicht mehr gut regiert. Und darum braucht man beides. Sorge um Flüchtlinge im Land, Sorge um Flüchtlinge, die irgendwo in anderen Ländern, wie ich es beschrieben habe, bereits sind und dort helfen und dort eine Bleibeperspektive haben, eine gute und in Sicherheit leben können und auch die Interessen der einheimischen Bevölkerung wahren. Das ist der Dreiklang, den wir brauchen. Deshalb wollten wir heute Abend über die Integrationsfähigkeit Deutschlands diskutieren. Das Stichwort ist hier schon gefallen. Man ist sich ja gar nicht so sicher, wie viele Menschen denn über den sogenannten Familiennachzug nach Deutschland noch kommen werden. Da hört man immer unterschiedliche Zahlen. Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat im vergangenen Jahr mal gesagt, er geht von einem Faktor 3 bis 4 aus. Also mal 3 bis 4. Herr Demesier hat heute im Bundestag gesagt, er nehme an, er wisse es auch nicht genau, dass die Zahl sich verdoppeln oder verdreifachen könnte. Wäre das eine Anzahl von Menschen, Herr Buschkowski, die Deutschland integrieren könnte? Auf Sicht ja, aber nicht von heute auf morgen. Weil das ist doch die Diskussion, über die wir reden müssen. Sind wir in einer Situation, wo wir den Zustrom eingrenzen oder steuern müssen? Also da werden, voriges Jahr waren es 400.000, dieses Jahr 1 Million, 1,4 Millionen mit Familiennachzug, sind das sofort 4,5 bis 5 Millionen Menschen. Weil Sie jetzt locker mit mal 3 mal 4 rechnen. Das ist ganz konservativ, unaufgeregt mal 3. Es gibt andere Konfliktforscher, die nehmen mal 7. Ja. Und wir haben gerade die beiden Familien hier gehabt mit dem Bruder und Sil, da stimmt das genau. Die EU hat eine offizielle Prognose für 2016 plus weitere 3 Millionen Flüchtlinge. Oder
in den nächsten 3 Jahren 5 Millionen. Da ist Deutschland natürlich wieder dabei. Kommt noch 1 Million plus Familiennachzug, haben Sie noch mal 4 bis 5. Dann sind Sie in einem sehr knappen Zeitraum bis 2020 bei 10 Millionen Menschen. Wir haben im Moment eine Situation, gestern durch die... Das haben Sie jetzt alles überschlagen und haben dafür keinen Beleg. Das ist ganz konservativ und unaufgeregt. Aber es ist so. Das sind schon sehr unterschiedliche Zahlen. Und gestern haben wir die Mitteilung erhalten, es fehlen in Deutschland 300.000 Unterkünfte für die Menschen, die hier sind. Die Sporthallen sind voll. Alle möglichen Häuser werden, man diskutiert über die Beschlagnahme von Wohnungen. In Leserbriefen, in den Zeitungen lesen Sie ängstliche Hinweise, kriege ich eine Zwangseinweisung. Das sind so Dinge, die den Menschen im Land durch den Kopf gehen. Und die Frage ist, muss man einfach in eine Situation kommen, wo wir die Menschen, die hier sind, die bleiben auch hier und die müssen auch integriert werden, und zwar vernünftiger als in den letzten 50 Jahren, dass wir erstmal einen Grund in diese Geschichte gehen. Es hat doch keinen Sinn. Immer mehr hinein, 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 irgendwie schaffen wir das schon. Mein Eindruck ist im Moment, wir schaffen es mehr schlecht als recht. Der Punkt ist einfach, dass ich hier sehe, dass zwei Bundespolitiker am Tisch noch nicht mal Klarheit darüber schaffen können, was ist nun subsidiär. In einer Koalition, sieht doch nicht so danach aus. Aber es sind, ich habe auch nicht von einer Koalition geredet. Das, was aber soll die denn Flüchtlinge, die momentan... Sie sind sich doch nicht mal einig, was ist subsidiärer Schutz, was ist nicht. Wir hätten vor einem Jahr längst das Personal eingestellt. Da hören Sie doch auch mit vom vorigen Jahr, wir reden von heute. Na, es geht darum, dass über ein Jahr mindestens versagt wurde, den Kommunen Geld zuzustellen, ja, das ist kein Geld sein. Für Integrationskurse. Ja. Es gibt ja überhaupt keine Menschen, die bearbeiten. Es fehlen die Entscheider im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das wissen Sie ja vor Ort auch. Die übrigen europäischen Staaten sind unsolidarisch. Also ich meine, wir kommen da ja auch mit unserem Moral. Na, aber andersrum Imperialismus können Sie es ja auch nicht weiter. Andersrum ich betreten, was machen Ihnen wir denn mit den Frage, Menschen, die auf die dem Ihnen Weg sind? Hunderte von Landräten und Bürgermeistern stellen. Was machen wir denn nun morgen? Wie kriegen wir denn die Leute nur von der Straße und wie kriegen wir die Leute aus den Sporthallen raus? Denn wenn wir das machen, was überall geschieht, dass wir, was ich in Billigbauweise, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, wissen Sie, was wir da bauen? Da bauen wir neue Brennpunkte. Da bauen wir Aber man kann es ja auch besser machen. Kann man denn, Frau Peter? Ja, dann bleiben wir bei der Frage. Dann komme ich eben vor Alter. Ja, was man besser machen könnte. Ich sehe im Moment ich will ja Ihre Frage beantworten. Ich sehe Sie noch mal weitergeben an Frau Peter, dass Sie Ihre... Ich sehe im Moment keinen Sinn darin, zu der Situation, die wir im Moment haben, wo das Land wirklich ächzt, darüber zu diskutieren, ob wir weitere 3 oder 4 Millionen Menschen per sofort einladen zu kommen. So, jetzt Sie, Frau Peter, kann Deutschland das schaffen? Na, ich schüttel schon den Kopf. Den Faktor 3 bis 4 oder die 3 bis 4 Millionen, eben hat der Buschkowski sogar von 10 Millionen Menschen gesprochen. Bis 2020 integrieren. Es gibt sicher Herausforderungen im Moment, wo wir wirklich auch alles brauchen, die gesammelte Kraft, das Ehrenamt, die Hauptamtler, die Mittel. Aber es ist nicht so, dass es überall ächzt und gergst. Also wenn ich mir die Rhetorik angucke, ich bin so oft unterwegs in Erstaufnahmeeinrichtungen. Diese Bereitschaft, diese Freude daran, dass Leute helfen, die machen das wirklich bis zum Anschlag derzeit. Die helfen, die betreuen die Kinder, die kommen nach dem Krankenhausdienst noch mal in die Erstaufnahmeeinrichtungen behandeln. Da ist so eine große Bereitschaft, das müssen wir als Chance begreifen. Diese Rhetorik darüber, wir schaffen das nicht, wir sind überfordert, das ist ja schon etwas, das das Land spaltet. Das ist unverantwortlich angesichts eines Höhenflugs der AfD, angesichts Tausender von Menschen, die da in Leipzig, in Dresden auf die Straße gehen, diejenigen mit dunkler Hautfarbe oder anders aussehen, trauen sich montags nicht mehr auf die Straßen von Dresden. Vor diesem Hintergrund muss schon mal die Rhetorik ein Stück zurück. Ich teile das ja sehr. Das ist jetzt eine riesige Herausforderung. Aber es geht jetzt um den Realitätstest. Natürlich, der Realitätstest ist, dass Menschen fliehen. Erstens, wir haben eine humanitäre Hilfe zu leisten. Kann Deutschland es schaffen, diese Menschen zu integrieren in einer großen Zahl?
Von der wir noch nicht wissen, Herr Buschkowski hat es eben gesagt, die Fehler nicht wiederholen, die wir bei den sogenannten Gastarbeitern gemacht haben, die dann unsere Nachbarn und Freunde wurden. Frühzeitig Sprachkurse, Integrationskurse, nicht Syrer zu Menschen zweiter Klasse abstempeln, die dann nach einem Jahr wieder gehen müssen. Die kriegen keine Wohnung, die kriegen keine Arbeit. Den Wohnungsbau als ein Konjunkturprogramm begreifen, dass man jetzt Möglichkeiten schafft, das dauert. Es gibt eine Übergangsphase, da muss man unseren Leuten sagen, hab Mut, wir schaffen das, wir investieren jetzt, aber es sind jeden Tag neue Meldungen auch von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, in 5 bis 7 Jahren wird uns das ein Nettogewinn sein. Das ist jetzt eine Investition in die Zukunft. Wir brauchen das als Arbeitsplätze. Als Arbeitsplätze und als kulturelle Bereicherung. Wenn ich das vielleicht noch sagen darf mit der abendländischen Kultur. Mein Gott, wie oft hat sich denn in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten unsere Kultur verändert? Unsere Kultur hat fast nichts mehr mit dem zu tun, was vor 100, 200 Jahren war. Und es ändert sich permanent. Diejenigen, die wir integrieren, verändern doch auch uns. Es ist doch nicht so, dass es eine Einbahnstraße wäre, dass nur die einen sich verändern müssen. Wir haben doch auch die Chance, uns zu verändern. Wir sind ein weltoffenes Land und sollten das auch bleiben. Wie nehmen Sie das, Frau Alteschen? Wir brauchen aber kulturelle Leitwerte. Die haben sich in Jahrhunderten Gott sei Dank nicht verändert. Die Höflichkeit, glaube ich, gebietet es, jetzt tatsächlich Frau Alkeschen mal zu fragen. Die wollte ja eben schon was dazu sagen. Und sowieso, das wissen Sie vielleicht noch gar nicht, Sie engagieren sich bei Pro Asyl stark. Sie gehen natürlich auch in Erstaufnahmeeinrichtungen. Sie werden auch im nächsten Monat dort eine Vollzeitstelle annehmen und dort arbeiten. Aber wissen jetzt dann ja wahrscheinlich was über die Situation, die hier unterschiedlich beschrieben wird, auch von Ihnen. Manch einer sagt, die Helfer sind längst überfordert. Frau Peter betont die Chancen, die darin liegen. Wie nehmen Sie es wahr? Ich sehe es so wie Sie. Und, und eins muss ich noch dazu sagen. Also die Flüchtlinge, die vor 50 Jahren hergekommen sind, die sind anders als die Flüchtlinge, die momentan kommen. Die Flüchtlinge, die jetzt kommen, die haben Interesse, sich zu integrieren. Das Erste, was die machen, ist, die Sprache zu lernen. Mein Schwager setzt sich gerade hin, also so wie viele andere. Und ich kenne das, weil ich das jeden Tag damit zu tun habe. Der setzt sich jetzt hin und sagt, wenn jetzt nach einem Jahr oder anderthalb Jahren meine Kinder schaffen, hierher zu kommen durch den Familiennachzug, wenn ich das alles erledigt habe, dann will ich doch die deutsche Sprache können. Dann will ich doch meinen Kindern erklären, wenn die etwas nicht verstehen und nicht, dass die mir das erklären später. Ich habe meine Kinder aufgezogen und das soll so weiterbleiben. Und deshalb will ich die Sprache lernen. Ich will mich integrieren, bevor sie kommen. So läuft das momentan. Es stimmt nicht, dass die Leute sich nicht integrieren. Es stimmt nicht, dass die Leute, dass wir so viel einsetzen müssen, bis die sich integrieren. Weil momentan die Leute, die kommen, die sind schon offen eigentlich. Ihnen fehlt wahrscheinlich das eine oder das andere, wie die Deutschen damit umgehen, wie es hier abläuft. Aber was die sind. Und ich glaube, da muss ich leider sagen, von dem Feedback, was ich auf meine Sendung bekomme und von den Diskussionen, die ich im Internet verfolge, auch in arabischen Foren, auch in Vorbereitung auf das, was wir produzieren, ich gebe recht, dass es einen großen Teil von Menschen gibt, die, ich glaube, auch endgültig abschließen wollen mit dem, was sie da erlebt haben und die auch sehr kritisch gegenüberstehen ihrer eigenen, wie soll man sagen, Politik oder ja, Gesellschaft. Und der Politik sowieso, aber vielleicht auch ein Stück weit ihrer eigenen Kultur. Ja? Mhm. Und sagen, sie kommen hierher und machen einen Schnitt und fangen tatsächlich neu an. Das sind auch viele, die mir schreiben. Aber ich mache natürlich auch eine Sendung, die vielleicht dazu aufruft, mir zu schreiben. Aber es gibt auch Diskussionen, es gibt auch an mich Zuschriften, aus denen klar hervorgeht, dass das nicht so ist. Also wo Menschen tatsächlich nach wie vor, also syrische Flüchtlinge, auch in ihren Konflikten verhaftet sind. Also das gibt es einfach. Sagen Sie mal ein Beispiel. Naja, wo Christen mir von Massakern erzählen, die verübt werden und jetzt sitzen sie mit denselben Leuten irgendwie in einer Unterkunft und sie können das nicht vergessen. Das sind aber nicht nur Christen und Muslime. Es gibt ja unterschiedliche Strömungen untereinander. Es gibt auch Christen, die irgendwelche muslimischen Milizen in Syrien unterstützen, die Alawiten, weil die halt dann sagen, Assad hat uns beschützt, aber wir haben Angst vor dem IS. Also die Grenze verläuft da nicht zwischen den Religionen. Aber es gibt Diskussionen, auch an mich gerichtet, aus denen für mich klar hervorgeht, die sind noch sehr in ihrem Konflikt verhaftet. Und da geht es nicht darum, wie kannst du uns jetzt helfen, in Deutschland anzukommen, sondern die laden bei mir auch teilweise auch ihren Hass ab oder ihre Angst, ihr Trauma. Ja, also ich will das auch nicht nur negativ in dem Kontext sehen, weil es sind ja teilweise Menschen, die eben wirklich Unvorstellbares erlebt haben. Aber ich sehe nochmal da, es gibt auch da verschiedene Facetten. Es sind nicht 100%. Es sind auch Menschen, die eben nicht frei sind,
wirklich hier sofort anzukommen. Aber erleben Sie nicht alle, das meine ich ja. Dass Leute sagen, wir möchten was zurückgeben. Wenn ich in den Erstaufnahmeeinrichtungen unterwegs bin, es werden die Bilder mit den Familien gezeigt. Und der nächste Satz ist, ich möchte gerne in die Schule, ich möchte gerne euch was zurückgeben. Genau, ich habe eben das Beispiel mit dem syrischen Mädchen auch gegeben. Schauen Sie am Freitag mal rein, dann können Sie das bei uns sehen. Dann wirklich ganz, ganz wunderbar. Also ich sage auch, das berührt mich ja. Aber ich würde mir ja auch wünschen, dass die Welt so ist, dass in Syrien Frieden ist, dass alle Menschen bei uns integrationswillig sind und auch offen und nicht den Ballast mitbringen vielleicht. Aber um eine Diskussion offen zu führen, muss man das einfach auch sagen. Also auch dann kann man nur darauf reagieren und vielleicht die richtigen Schritte einleiten, um auch solche Leute zu erreichen. Das ist ja die Integration, die Wertefrage. Ich will mal einen Ausschnitt zeigen aus Ihrer Sendung, damit wir überhaupt wissen, was Sie da machen und wie hervorragend Sie Arabisch sprechen. Ich kann es leider aber gar nicht kontrollieren. Konstantin Schreiber moderiert seit wenigen Wochen eine Sendung, die sich vor allem an Flüchtlinge richtet. Auf Arabisch klärt er in seinem Online-Format für NTV Merhaba, Ankommen in Deutschland, Flüchtlinge über die Eigenheiten der deutschen Alltagskultur auf. Nicht zuletzt zu Sexualität oder über die Rolle der Frau in der deutschen Gesellschaft. معظم النساء في بلدنا يعيشن حياة جنسية متحررة جدا وهن مستقلات مهنيا وبالتالي غير مرتبطات بشريك أو أنهن أمهات عازبات يتكفلن بإعالة أطفالهن. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله. War das gut? Ja. Sehr gut. Ja, ich kann gut reden. Wie gut kommt das an, Herr Schreiber, wenn Sie da erklären, was ja durchaus dann auch zupackend ist, wie ich finde, wie zum Beispiel unser Verständnis von der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist, wie unser Verständnis von dem Umgang mit homosexuellen Menschen ist beispielsweise, wie unser Verständnis davon ist, dass es in einer Familie gewaltlos zugehen soll, dass Kinder nicht geschlagen werden sollen und so. Was kommt dann zurück? Also erstmal glaube ich, muss ich auch dazu sagen, dass wir dieses Projekt ja wirklich nur für online machen und am Anfang auch von PR abgesehen haben, weil wir gesagt haben, wir brüsten uns damit nicht. Ja? Also das war jetzt nicht als PR-Maßnahme gedacht, sondern wirklich, weil wir sehen wollten, kommt das irgendwo an und wie sind die Reaktionen darauf. Wir sind jetzt bei alleine über unsere Plattform weit über 1 Million Abrufe. Es hat sich über andere Sender verbreitet. Alle Medien der arabischen Welt haben eigentlich darüber berichtet und wir haben jetzt innerhalb weniger Wochen 6.000 Zuschriften, also nicht Kommentare nur bei Facebook bekommen, sondern wirklich E-Mails, Briefe, die geschickt werden. Flüchtlinge schicken mir ihre Asylanträge oder Korrespondenz mit irgendwelchen Ämtern, sagen, hilf uns doch, du machst das doch. Also es ist, deswegen erkläre ich das nur, wir haben nicht damit gerechnet und ich auch nicht, dass also ein solches Feedback auf ein Online-Format uns erreichen würde. Jetzt zu der Frage, was wir auf solche speziellen Themen, also wir zeigen auch die Bilder, Sie haben es gesehen, also nackte Frauen, die mit nackten Männern in München im englischen Garten da planschen, das ist natürlich für arabische Zuschauerschaften schon sehr ungewöhnlich, um das mal so auszudrücken. Grundsätzlich wird es denn akzeptiert oder sagt man, habt ihr sie noch alle? Da gibt es also speziell in dieser Folge schon Diskussionen. Interessanterweise eben dann auch, wenn andere Medien das aufgreifen, arabische Medien in dem speziellen Fall. Das fand ich ganz spannend. Wir kriegen ja auch Zuschriften von Deutschen und dann nicht selten sehr unfreundliche Zuschriften. War meine Erfahrung, die rechten deutschen Zuschriften decken sich mit den, ich will sagen, islamistisch tendierten Zuschriften aus der arabischen Welt. Dann kommt nämlich zurück, passt auf, die Sendung ist ein Trick. Das ist staatlich gelenkt in irgendeiner Weise. Die legen euch rein und dann nehmen sie den Frauen das Kopftuch weg. Das kam tatsächlich so als Kommentar in einem Forum, was ich erstaunlich fand. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen in erster Linie. Grundsätzlich ist das Feedback, glaube ich, schon allein deswegen wieder positiv, weil es in die Stimmung eben passte der vergangenen Wochen. Wir haben eine Kanzlerin, die irgendwie sagt, kommt her. Dann ist noch dieser deutsche Moderator, der auf Arabisch irgendwas macht, sagt auch Marhaba, also das heißt ja auf Arabisch willkommen. Ich glaube, allein deswegen hat es sich wahnsinnig verbreitet und hat zunächst, also ist auf diese allgemeine Stimmungs- oder diese Wahrnehmung so ein bisschen aufgesetzt. Aber wie tolerant, wie in Anführungsstrichen begeistert reagieren Menschen aus einem Zusammenhang, aus einer Gesellschaft, darauf haben Sie eben hingewiesen, die sich zum Beispiel bislang damit zurechtfand, offen gelebte Homosexualität zu bestrafen und grundweg abzulehnen. Was passiert dann?
die arabische Welt ist da ja auch nicht einheitlich. Also es gibt ja schon Länder wie zum Beispiel den Libanon, Ägypten ist jetzt auch, da kommt es auf die Städte drauf an. Also Großstädten ist anders als auf dem Lande. Also das ist ja sehr divers. Es ist ja nicht so, dass die... Sagen, in Deutschland die, auch, die Ehe für alle gibt es auch noch nicht. Eben, also richtig. Es kommt immer darauf an, wo man schaut. Die Strafbarkeit ist nicht überall gleich, die gesellschaftliche Ablehnung ist nicht überall gleich. Aber natürlich insgesamt ist es nicht vergleichbar. Und es ist sicherlich auch in toleranten Ländern wie im Libanon so, dass wo sowas vielleicht relativ akzeptabel wäre, die Offenheit, mit der wir das eben vorleben, schon, wie soll man sagen, also auch bei sehr offenen Menschen dort, Erstaunen auslöst. Das, glaube ich, kann man schon, auch aus dem Feedback und aus meiner Erfahrung, der ich da war, kann ich das schon sagen. Deswegen wählen wir auch diese Themen, oder wollte ich das machen, weil ich sagen kann, das ist sicherlich etwas, wo man nach wie vor an ein Tabu rührt. Hatten Sie gesagt, es sei wirklichkeitsfremd? Hatte ich das richtig mitgehört, Herr Buschkowski? Ich habe gerade auch nicht zugehört. War das an mich gerichtet? Gesagt, oder? Weil hier ein Zwischenruf kam, die Geschlechterstellung und die Geschlechterdiskussion bei uns gleichzusetzen mit der in der arabischen Welt. Geht ja nicht um die Gleichsetzung. Das ist schon Wirklichkeitsverweigerung. Die am lautesten derzeit die Familie einfordern, die blockieren den Familienzuwachs. Es geht darum, dass man hier auf das Familienbild, auf das Bild der Frauen besonders Wert legt. Frau Klöckner hat sich da auch besonders echauffiert. Aber man hat sie nie erlebt in den Debatten um Gleichberechtigung. Wo sind denn diejenigen, die in der deutschen Gesellschaft die Gleichberechtigung endlich voranbringen, die Gleichstellung zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen? Das fehlt doch in der Tat auch im deutschen Kontext. Und dann den Anspruch besonders hochzusetzen an diejenigen, die zu uns kommen, das halte ich schon für etwas sehr verwogen. Frau Altuschen, stellen Sie sich darauf ein, dass, wenn Sie in der Erstaufnahmeeinrichtung sind, dass Sie auf Menschen treffen, die kein Verständnis dafür haben, dass Frauen und Männer hier gleichberechtigt sind, dass zum Beispiel eine Frau wie Sie in der Erstaufnahmeeinrichtung arbeitet? Stellen Sie sich darauf ein, dass man Ihnen, wie es Frau Klöckner passiert ist, das hat sie zumindest erzählt, ich nehme an, das meinen Sie, dass man Ihnen nicht die Hand gibt? Oder richtig, ja. Die Frage an also, die falsche Frau, weil sie den also Umgang geübt hat. Ich greife jetzt wieder auf meinen Schwager zurück. Er meinte nämlich zu mir, er ist in Syrien aufgewachsen, hat nie die Hand einer Frau gegeben. Also hier, Begrüßung, ne? Das kennt er gar nicht. Und als er nach Deutschland kam, meinte er zu mir, ich habe dann halt zu ihm erzählt, hör mal, wir gehen jetzt in die Kindergarten von den Jungs und da werde ich dich an die Erzieherin also vorstellen und sie wird dir wahrscheinlich die Hand geben. Er so, nein, dann gehe ich da. Ich gehe jetzt da nicht rein. Ich bin jetzt, ich werde ja gleich beten gehen und dann hat er sowas erzählt. Und dann kam er letztens zu mir, letzte Woche war er bei mir zu Besuch und dann meinte er so, Maya, meine Lehrerin, die mir gerade Deutschunterricht beibringt in seinem Heim, die hat mir 37 Mal die Hand gegeben, weil sie mir gerade das Hallo erklärte. Ja. Hallo, wie geht es Ihnen? Und ich so, ja, mittlerweile ist das für ihn jetzt wieder normal. Also ich werde jetzt in einem Erstaufnahmeheim arbeiten, klar, ich freue mich auch eigentlich sehr drauf, weil ich auch sozusagen als eine kleine Kulturvermittlerin arbeiten kann. Weil wenn jetzt ein Mann auf mich zukommt, der jetzt mir sagt, nee, ich gebe die Hand nicht, dann kann ich das noch verstehen. Ich kann aber erklären, mit der Zeit wirst du es aber wahrscheinlich machen, weil dir das hier und so machen, weil es eigentlich nicht höflich ist, wenn eine Frau dir die Hand streckt, dass du sie nicht zurückstreckst. Aber das können die lernen und ich bin mir sicher, dass sie das auch lernen werden. Es klingt einfach, Herr Buschkowski, wo ist dann das Problem? Wo ist dann das Problem mit der Integration? Ja, das klingt alles ganz nett, nur die Realität und das praktische Leben ist was anderes. Also ich sag mal... Das ist ja praktisch. Genau. Ich kann Ihnen nur sagen, aus dem praktischen Leben, wo die Menschen aufeinandertreffen, ist die Situation eine andere. Da werden diese unterschiedlichen Wertegerüste schon extrem ausgelebt. Also über das, was bei uns üblich ist, dass wir Religion und normales Leben völlig voneinander trennen. Das ist ein ständiger Kampf, es aufrechtzuerhalten. Es beginnt bei Gebetsräumen in den Schulen. Es beginnt, es geht über das Nicht-Handgeben von Frauen und Männern. Frauen dürfen Männer nicht angucken. Der Hausmeister darf die Glühbirne in der Turnhalle nicht wechseln, wenn Mädchen darin turnen. Eine Frau darf ihren Führerschein nur bei einer Fahrlehrerin machen, weil sie mit einem Mann nicht in einem geschlossenen Raum sein kann. Und, und. Es
hört sich hier alles so an, als wäre das alles völlig easy und funktioniert alles super. Und ich kann nur sagen, diese Sozialromantik, dieses Schönreden, das ist für jemanden, der aus der Praxis kommt, nur sehr schwer erträglich. Ja? Und wenn ich habe hier gelernt, in Deutschland gibt es keine Probleme, hier ächzt keiner, alle sind fröhlich miteinander und in den Einrichtungen sind die Kulturmittler und alles ist schön. Ich sage Ihnen, ich glaube, dass es eine riesengroße Anstrengung ist, 1,5 oder 2 oder 3, je nachdem, wie es mit Familiennachwuchs ist, Millionen Menschen zu integrieren, ihnen die Sprache beizubringen, ihnen Wohnungen zu besorgen und ihnen Jobs zu besorgen. Und alles das, was da im Moment ja so durch die Gegend geistert, wir müssen das sehen, das ist eine Basis für ein neues, zweites Wirtschaftswunder in Deutschland. Und wir brauchen, es ist gar kein Problem, innerhalb von 2 Jahren für 1 Million Menschen Wohnungen zu bauen. Das ist ja alles gut und schön. Ich sage Ihnen nur, ich würde ganz gerne eingeladen sein, wenn Sie in 1 oder 1,5 Jahren ein ähnliches Thema machen. Und dann schauen wir mal. Ich sage Ihnen, die Situation ist irreversibel. Die Menschen, die da sind, da und diese Gesellschaft ist herausgefordert, die Menschen zu integrieren und ihnen eine Lebensperspektive zu bieten. Das schaffen wir aber nur, wenn wir das ernst nehmen und wenn wir Integration auch zum Staatsziel und zur Staatspolitik machen. Das ist, Integration ist kein Programm für jemanden, der Lust hat. Integration, wer ins Land kommt, Teil dieses Landes werden will, wer Teil dieser Gesellschaft werden will, der muss auch den Willen mitbringen, sich zu integrieren und in Mitteleuropa zu leben. Und dass das für viele Menschen sehr schwer sein wird, ich löse mich jetzt mal ein bisschen von Syrien, wir haben ja auch Eritrea, wir haben Somalia und. Das ist, Uns. Es ist doch ein Geben und Nehmen. Wir müssen doch auch offen sein, wir haben doch schon sehr, sehr viele Menschen bei uns integriert. Sie haben eben selber gesagt, man kann es besser tun. Wir selber haben doch jetzt gerade aus der christlichen Tradition Sprünge gemacht. Wenn ich überlege, die eigene Elterngeneration, die Stellung der Frau und heute, welche Debatten heute geführt werden. Und wir entwickeln uns weiter. Ja, es will aber auch keiner schön. Entwickelt mir, ihr Frau. Aber ne, genau, darauf will ich hin. Das heißt, wir reden das jetzt nicht gut. Wir haben aber nicht Bevölkerungskreise, die wollen sich nicht entwickeln. Im aber Gegenteil, die wollen zurück zu vor 1300 Jahren. Die haben wir aber in der eigenen Gesellschaft auch. Die haben wir als eigene Bürgerinnen und Bürger auch. Wenn man diejenigen, die, ja, die nehme ich schon wahr. Diejenigen, ach, Sie nicht? Nee. Was sagen Sie denn denjenigen, die Pegida hinterherlaufen? Hinterherlaufen oder zu diesen ich sag mal, Organisatoren zu hören, sind unterschiedliche Dinge. Aber das würde ich jetzt nicht mehr sagen, wenn man den Galgen hinterherläuft. Also ich hab mir das vor 2 Wochen selber angeguckt. Das ist schon eine dramatische Situation. Und wenn wir das voranbringen wollen... Sie sehen daran, welche Emotionalität da drin ist, dass Menschen sowas Irres machen. Es ist ja irre, wir sind ja nicht auseinander. Sowas Irres machen und damit Galgen durch die Gegend laufen oder den Satz sagen, es ist schade, dass in Deutschland die KZs nicht mehr in Betrieb sind. Also da kann man auch nur noch rausgehen und bitterlich weinen. Ja? Das wollte ich damit deutlich machen. Da waren Sie sich einig, dass man die Integration sehr ernst nehmen muss. Und ich will Ihnen dazu noch ein Beispiel eines Pfarrers aus Berlin zeigen, der auch genau darauf hingewiesen hat, weil er nämlich durchaus Probleme sieht bei der Integrationsfähigkeit derer, die zu uns kommen. Guten Morgen. Pfarrer Gottfried Martens kümmert sich in Berlin seit Jahren um christliche Flüchtlinge aus islamischen Ländern und um Moslems, die zum christlichen Glauben konvertieren wollen. Diese jungen Menschen haben zurzeit große Probleme mit radikalen Islamisten in ihren Flüchtlingsheimen, so etwa der 29-jährige Iraner Sayed Bayat. Die haben mich am ersten Tag bedroht. Du darfst dir keine Bibel lesen. Du sollst islamisch beten, nicht über Jesus Christus reden. Ich sollte zum Islam zurück. Der junge Mann versuchte, sich in seiner Verzweiflung sogar umzubringen, suchte dann aber Zuflucht bei der Kirche. Deswegen wünscht Pfarrer Martens, die Imame sollen in den Flüchtlingsheimen für die deutschen Grundwerte eintreten. Bis es soweit ist, sagt Pfarrer Martens, ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, wo ich wirklich sage, wir müssen extra Heime schaffen für Christen, weil sie mittlerweile eben in den allermeisten Heimen eine so kleine Minderheit geworden sind, dass es nicht zu verantworten ist, sie zu Versuchskaninchen für irgendwelche Toleranzexperimente zu machen.
Sie sagen eben nicht? Nein, ich bin völlig dagegen, hier so Kästchen aufzumachen. Der hier rein, der da rein, der da rein. Nein. Ja, ja. Unsere Gesellschaft besteht daraus, dass wir gemeinsam leben und dass wir uns respektieren und dass wir Toleranz üben. Das Problem ist nur, dass wir eine gegenläufige Entwicklung haben. Nichts wächst im Moment in Deutschland so stark wie der religiöse Fundamentalismus. Das wissen wir ja alles. Und natürlich bringen Flüchtlinge auch ihre Konflikte aus der Heimat mit, aber die müssen sie dann hier, ich sag mal, bekämpfen, niederdrücken in sich, oder das kann ich Ihnen alles nicht sagen. Nur es wird nicht ganz so einfach sein, wie wir uns das alles so vorstellen. Laola wird irgendwann weg sein, aber die Menschen in den Einrichtungen werden da sein. Ich glaube, es redet niemand darüber, dass es einfach gehen muss. Wir sind Aber die schiere Zahl an Muslimen, Frau Peter, unsere Gesellschaft so, wie wir es vielleicht nicht wollten. Es ist eine Herausforderung, habe es eben schon gesagt. Deswegen sind wir auch in sehr intensiven Gesprächen mit den Glaubensgemeinschaften, den Weltanschauungsgemeinschaften. Wie können wir das gemeinsam stemmen? Die sehen das ja auch, dass sie mithelfen wollen. Da ist, sehe ich, wie Sie auch, es gab Situationen, dass man Religionsgemeinschaften in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen für eine Zeit lang mal trennen musste. Aber das kann kein Patentrezept sein, sondern wir wollen die Glaubensgemeinschaften zusammenbringen. Deswegen muss man auch die Integration so verstehen, dass man das wirklich als einen Ansatz vom Grunde her als Teilhabe der Menschen in die Gesellschaft mit integriert. Das heißt nicht, dass wir extra Ghettos schaffen und dass man separiert, sondern dass wir mit der Integration so früh wie möglich anfangen, mit der Sprache so früh wie möglich anfangen. Wir machen im Moment genau das Gegenteil. Die Menschen müssen warten, teilweise über 5 Monate oder im Schnitt über 5 Monate, bis sie überhaupt den Asylantrag stellen dürfen. Dann dauert das nochmal und nochmal. Die Gelegenheit, sich in den ersten Monaten zu integrieren, ist faktisch nicht gegeben. Das wird alles durch Freiwilligendienste gemacht. Und da würde ich mir einen sehr früheren Einstieg schon wünschen, sich mit unserer Kultur zu konfrontieren, andere kennenzulernen. Es gibt ja viele, die auch diejenigen, die zu uns kommen, kennenlernen wollen, das auch als Chance begreifen. Mir ist eine Zahl aufgefallen, die ich echt extrem hoch fand. Es war gerade im aktuellen ARD-Deutschland-Trend, dass 78% der Befragten die Sorge haben, dass der Einfluss des Islam durch die Flüchtlinge zu stark wird, beziehungsweise fremde Kulturen einen zu großen Einfluss bekommen. Das sagen dann 69%. Das ist ja viel. Ne? Aber woher kommt das? Ich glaube, das müssen wir noch mal analysieren. Und? Weil die Debatte darüber, dass dass etwas Befremdliches ist, dass damit Kriminalität einhergeht, dass man das sogar zurückweisen muss, wie das von Pegida bis AfD propagiert wird. Das sind ja genau die Stimmungsmacher und Stimmungsmachungen, die solche Verstärkungen dann mit sich bringen. Und das ist ja genau die Verantwortung. Deswegen dürfen wir nicht darüber reden, dass hier etwas vollkommen Fremdes auf uns zukommt. Das sind Menschen, die haben ihre eigene Biografie, die haben ihre eigene Religion. Da darf man nicht diesen Fehler machen, zu sagen, da kommt ein Wesen mit einer Religion, die für uns nicht. Wobei es ja eigentlich keine. Also, das muss man einfach dazu sagen. Es ist ja eigentlich keine religiöse Sache. Also das, da störe ich mich so ein bisschen dran, weil. Aber das war die Frage. Ja, genau. Aber der Islam in dem Sinne oder der Extremismus ist eher eine politische Bewegung, so wie ich das dann sehe. Der Islamismus, also so war die Frage, oder die Antwort nicht. Ne? So, also ich sag's nochmal, der ARD-Deutschland-Trend hat es gesagt, 78% der Befragten haben die Sorge, dass der Einfluss des Islam. Genau, aber ich meine, der Islam, vor dem wir Angst haben, das ist ja keine, weil wir sagen, das ist eine religiöse Sache, die mit den Flüchtlingen rüberschwappt. So erlebe ich das. Dass er durch die Flüchtlinge zu stark wird, das war die Angst. Differenziert. Aber zum Beispiel, also ich kann ja sagen, aus den Zuschriften, die ich bekomme, darauf wollte ich ja hin. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie häufig ich versucht werde, zu irgendwelchen Islamistentreffen einzukommen oder zu konvertieren. Oder ich will gar nicht. Sie werden dazu eingeladen. Ja, aber permanent. Ja, das wäre dann besser als ich. Also wenn man mich für irgendwas gewinnen könnte. Das wird nicht so. Islamismus ist eine aggressive politische Bewegung. Richtig. Aber der Islam, also wenn wir es bei der Religion bleiben, kennt keine Trennung zwischen Staat und Religion. Mhm. Religion ist Staat, Staat ist Religion. Und deswegen haben sie im Islam und auch bei den islamischen Verbänden immer wieder das Bestreben, sich im gesellschaftlichen Kontext in eine dominierende Rolle zu bringen. Über keine Religion wird mehr diskutiert in Deutschland und in der Politik als über den Islam. Also ich glaube, deshalb die Frage an ich frage doch nicht an jemanden, wie gehen Sie mit Ihrem Katholizismus um? Interessiert mich gar sie sich nicht. Leichter? Beim Islam ist das aber üblich. Täten Sie sich leichter mit dem Zuzug der Flüchtlinge, wenn das Christen wären?
dann wäre ganz sicherlich eine wesentlich stärkere weltanschauliche Grundbasis vorhanden. Deswegen ärgert mich ja der Vergleich, immer wenn er gezogen wird zwischen den Kriegsflüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, die aus früheren deutschen Ostgebieten gekommen sind, aus einer gleichen ähnlichen Wertebasis, oder die vielen Christen, die in den 90er Jahren in den Balkankriegen kamen. Das ist eine andere weltanschauliche Basis. Und darum sage ich ja, wenn wir arbeiten auf der Basis christlich-abendländischer Kulturwerte, tut man sich leichter. Und ich wende mich dagegen, Frau Peter, wenn Sie mit Gewalt kulturelle Grundwerte in Deutschland auf Biegen und Brechen verändern wollen. 90% der Menschen in Deutschland wollen das nicht. Und deswegen, völlig klar, 78%, die antworten so. Mit dieser und Rhetorik erreichen Sie genau dagegen. Das Gegenteil, und, die Menschen wehren sich dagegen und sie haben Ängste. So, und jetzt Pegida und AfD. Mich ärgert kaum etwas mehr als diese Entwicklungen. Nur, Sie befeuern das mit Ihrer Rhetorik. Hans-Hermann Tiedje, ehemaliger Chefredakteur der Bild-Zeitung, hat neulich in der Neuen Zürcher Zeitung sehr interessant geschrieben. Er hat gesagt, das Anwachsen von Pegida und AfD, das ist ja nicht die Ursache der Katastrophe, hat er geschrieben, sondern es ist eine, wenn auch verabscheuungswürdige Folge der Entwicklungen. Und deswegen wäre es völlig falsch, glauben Sie vielleicht, Frau Peter, wenn wir jedes Jahr noch mal eine Million zusätzlich draufpacken und noch mal eine Million und wieder eine, dass Sie diese Integrationsprobleme dann leichter lösen? Nie im Leben. Aber man darf doch auch nicht Öl ins Feuer gießen, deswegen, derjenigen, und Sie, die so reden. Es ist doch, ja, natürlich nicht, aber wir wissen, natürlich, völlig klar, aber Sie kriegen doch Pegida und AfD nicht dadurch weg, dass Sie immer noch mehr oben draufpacken und mit Sozial- und Integrationsromantik glauben, irgendwie geht das schon. Die Möglichkeiten der Integration sind irgendwo erschöpft. Man stärkt sie, wenn man Begriffe wie Asylmissbrauch, Sie kriegen das AfD- und Pegida-Problem nur in den Griff. Wenn die Menschen, die hier Ängste haben und dorthin gehen, aus den unterschiedlichsten Motiven übrigens, wenn die das Gefühl haben, jawohl, die kommen mit der Zugswelle jetzt zurecht, das wird gestoppt, Integration wird ermöglicht, aber wir können das nicht grenzenlos machen. Ich bin hier genau auf der Seite von Herrn Buschkowski. Das Frau kann nicht gut gehen. Sie sind Muslimin. Sie haben, als Sie das letzte Mal bei uns waren, geschwärmt. Sie haben gesagt, dass in Deutschland die Ablehnung Ihnen gegenüber stark abgenommen hätten, dass Sie sich anders aufgenommen fühlten. Fasse ich jetzt mal schlecht in meinen Worten zusammen. Fühlen Sie sich neu abgelehnt? Ja, fühle ich mich. Wenn jetzt leider sowas erzählt wird, dann fühle ich mich sehr wieder abgelehnt. Weil wir reden über zwei verschiedene Sachen. Es gibt das Islam und es gibt die Moslems. Und wenn wir jetzt wieder zurückgreifen, wenn wir gucken, wie viele die Bürgerkriege oder was weiß ich was und. Eigentlich ist das zu 90% die Muslimen, die wieder darunter leiden und deshalb wieder hier Schutz suchen. Es ist ja, klar gibt es ein Prozentteil von Christen und klar von Aluiten und. Aber die höchste Zahl ist wieder Muslime, die wieder darunter leidet. Und hier wieder jetzt, ich fühle mich jetzt wieder abgelehnt, leider. Ich will aber eine andere Frage stellen, was ich jetzt so ein bisschen... Es hat mich nicht gestört, das ist alles schön und gut und schön, dass wir über Integration reden. Aber eine Frage stelle ich mir die ganze Zeit schon, seitdem ich diesen Bericht von Familiennachzug gehört habe. Ja. Was bedeutet das, wenn wir diesen Familiennachzug stoppen? Was bedeutet das? Er wird ja nicht für gestoppt. Mich, er wird Grundlagen zurückgeführt. Ja, aber zu einem gewissen Prozentteil wird das ja gestoppt. Aber was heißt das für mich? Es heißt eigentlich für mich, wenn jetzt ich... Leute mitkriegen, jetzt kann kein Familiennachzug mehr gemacht werden, wie auch immer und in welchen Regeln auch immer, dann heißt es für mich jetzt eigentlich, jetzt werden wieder die Leute, die Familien, die schon in Ägypten, in der Türkei oder was weiß ich wo leben, wieder übers Mittelmeer gehen. Es wird mehr Tote geben, es wird mehr Kinder, die wieder auf dem Weg sich machen. Wo, das ist ja wieder zurückgegangen, seitdem es jetzt wieder diesen Landweg gibt, wo seitdem wieder die Väter kommen, um die Familie nachzuholen, Kinder und Frau, ist das ja wieder zurückgegangen mit den Kindern. Jetzt wird es wieder steigen. Das ist das, was mir eigentlich Angst macht. Genau. Und wenn wir jetzt wieder über Islam und Muslims reden, dann habe ich wieder das Gefühl, wenn die Leute, die übers Mittelmeer wieder Muslims sind, dann sollen sie ruhig ertrinken. Nehmen Sie die Verantwortung, Herr Ramsauer. Ich weiß, dass Sie es nicht so gemeint haben. Gottes Willen. Aber so kommt das jetzt. Ich weiß, dass Sie es nicht so gemeint haben. Aber wo ist denn Ihre Konsequenz? Das heißt, Grenzen weg, alle rein. Das habe ich nicht gesagt. Aber wo ist denn Ihre Konsequenz? Wenn ich jetzt sage, hören Sie, Sie können jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren Ihre Familie gar nicht mehr nachziehen.
Wenn mein Mann vor 2 Jahren es bis hierhin geschafft hätte, ich hätte kein Jahr überlebt in Ägypten mit den Kindern. Die Konsequenz kann doch nicht sein, dass sie in Nordafrika bleiben muss, dass wir jetzt die Außengrenzen Europas auf den nordafrikanischen Kontinent verschieben, dass wir dort wieder Geschäfte machen mit autokratischen... Schweden hat heute die Grenze geschlossen. Das ist ja für uns kein Beispiel. Nein, auch Schweden nicht. Auf einmal. Vorbild in der Integration. Entschuldigung, ich kann nur die Kanzlerin zitieren, die sagt, Deutschland hat keine Obergrenzen und es gibt ein Grundrecht auf Asyl, das keine Obergrenzen vorsieht. Und genau das müssen wir auch reflektieren. Aber es gibt noch eine Sache. Ich will aber die Frage mal beantwortet sehen, Herr Buschkowski, die Frau Alkeschen stellt. Nehmen Sie dann die Verantwortung dafür, dass wenn sich jemand nachdem der Familiennachzug gestoppt, ausgesetzt, was auch immer ist, dass sie sich dann wieder auf die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer macht. Muss man dann die Verantwortung auch tragen? Ich weiß nicht, ob man diese Konsequenz daraus ziehen muss, weil, wie gesagt, es geht nicht um die Verhinderung des Nachzugs, sondern um erstmal eine Substanz, Boden in dieses Land zu kriegen. Das Arbeitsministerium sagt, 70% aller derjenigen, die angekommen sind, verfügen nicht über die Grundqualifikation, überhaupt eine Chance in dieser Gesellschaft zu haben. Wenn ich die Menschen, die hier sind, integrieren will, dann muss ich irgendwann auch mal sagen, ich muss mich um diese Menschen kümmern. Sie können auch nicht zu einer Lehrerin sagen, bring den Kindern Lesen und Schreiben bei und alle Woche wechsle ich dir die Hälfte der Klasse aus. Also ich sag mal, wenn wir es ernst meinen mit den Menschen, die hier sind, dann müssen wir uns um sie kümmern. Wir können dann nicht ein Überlaufsystem installieren, wo ständig jeden Tag, wie wir hier jetzt auch sitzen in dieser Minute, Tausende in das Land kommen und sich versprechen, dass sie ein besseres Leben haben werden als aber zu Hause. Aber Sie vermischen das jetzt auch. Wenn man jetzt zum Beispiel diejenigen, die keine Familienzuzug haben, ein Jahr hier im Land lässt, die werden auch wieder zurückgehen. Der Austausch wird ja eher beschleunigt. Aber ich weiß ja, dass das immer in der moralischen Überwältigung endet. Ja, wollen Sie, dass Menschen sterben oder verhungern auf der Welt? Naja, die sind doch auf der Welt. Aber die sind doch auf dem Weg hierher. Aber ich kann nicht 800 Millionen Menschen, die Hunger leiden auf dieser Erde und 60 Millionen, die auf der Flucht sind vor Krieg. Aber das schafft doch nur Ängste, was Sie jetzt an Zahlen produzieren. Das schafft doch wirklich genau die Ängste. Hören Sie da auf, das können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen. Aber die kommen doch nicht nach Deutschland. Sie wollen 5 Millionen, die in Ägypten in Lagern sind, die wollen Sie alle nach Ihrer Logik alle in Deutschland haben. Nein, Sie verdrehen die Worte. Und damit schaffen Sie Sorge und Angst. Es geht gar nicht darum, dass wir alle 5 Millionen aufnehmen. Nein, das brauche ich nicht tun. Es muss um eine bessere Verteilung in Europa gehen. Und es muss darum gehen, Sie haben eben gesagt, es gilt die Genfer Flüchtlingskonvention. Bitte wenden Sie die an. Das ist die Erwartung, die ich an Sie habe. Ja, es würde doch bisher viel mehr getan. Also das verstehe ich jetzt nicht. Wir liegen ja bisher weit über die Grenzen der Flüchtlingskonvention hinaus, weit drüber hinaus. Und alles, was jetzt vorgesehen ist, aber doch, Frau Peter, wird wieder zurück. Das, was als Abschaffung bezeichnet worden ist, ist nur die Rückführung dessen, was wir oben drauf gesetzt haben, auf das, was die Genfer Flüchtlingskonvention vorschreibt. Darauf wird es zurückgeführt, nicht mehr und nicht minder. Und das kann man bei der derzeitigen Zustromssituation. Und viele, die es behaupten, die 4 Sätze Arabisch lernen und beim 5. Satz einen serbischen Dolmetscher verlangen, oder viele, die anderen Missbrauch betreiben, das kann so nicht gehen, wissen Sie. Das ist diese auch die Rhetorik Angst, was hier eingeschleppt wird. Das Öl ins Feuer von Pegida und AfD herabsauern. Aber wenn die Menschen sehen, dass die Probleme gar nicht mehr angesprochen werden, die Realitäten, dann wenden sich die Menschen in Deutschland erst recht von der Politik ab. Und das ist keine verantwortungsvolle Politik. Haben Sie mal das Interview von dem Passauer Bürgermeister gelesen? Ich weiß genau, was meine Bürgermeister und Landräte in den Grenzregionen sagen. Besser als Sie wahrscheinlich. Und deswegen handle ich so, wie ich handle. Zum Schluss der Sendung. Wenn Sie morgen eine Ausgabe machen müssten, die sich der Frage widmen sollte, ob Flüchtlinge in Deutschland noch willkommen sind, was würden Sie erzählen? Also ich glaube, bis hierhin muss man schon sagen, dass Deutschland ein sehr gutes Bild abgegeben hat in vielen Bereichen und dass wir sehr viel gemacht haben, was weit darüber hinausgeht, was andere Länder bereit waren zu tun. Also das ist Teil der Geschichte, das Resümee, das man bis hierhin ziehen kann. Aber ja, die Diskussion muss man widerspiegeln, dass man sagt, man ist ja an der Grenze angekommen, wo viele Menschen genau das, also die Rückkopplung zur Realität und zu ihrem eigenen Leben vielleicht suchen. Ich glaube, Teil des Problems ist eben genau das. Und das sehe ich auch zum Beispiel von den deutschen Reaktionen, die ich bekomme, dass man merkt,
man fühlt sich in den eigenen Problemen nicht ernst genug genommen im Vergleich zu dem großen Thema, was wir jetzt eben haben, die Flüchtlingskrise. Das kommt sehr, sehr deutlich zurück, dass viele mir auch schreiben, kümmere dich doch um mich, kümmere dich um das, ich habe 10 Kettenverträge am Stück. Das sind gar keine rechten Parolen nur, sondern das sind irgendwie wirklich Sachen, ja, da, wo bin ich da? Ja, wo finde ich da statt? Ich verdiene irgendwie nur 1.000 Euro im Monat. Das ist eine ganz andere Diskussion. Ja. Aber das ist für mich Symptom dessen, dass man eben diese Entkopplung hat zwischen dem, was hier politisch diskutiert wird, und dem, was vielleicht manche Menschen in der Wahrnehmung dann zu Hause und im täglichen Leben haben. Das würde ich aufgreifen. Das ist wichtig, dass, glaube ich, auch Menschen in der arabischen Welt das sehen und nicht nur diese Schlagzeilen, sei es Dublin, sei es jetzt dagegen oder die Flüchtlingskanzlerin, die Hallo sagt. Die Differenzierung ist, glaube ich, wichtig. Stimmt. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke für die Diskussion, meine Damen und Herren. Nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.